Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder einmal bei Ultimate Admiral Dreadnoughts und werden heute bei der Naval Academy die Speed Basics machen. Wahrscheinlich dann gleich beide, weil wenn ich das hier richtig gelesen habe, geht es bei Speed Basics 1 darum, dass wir einen leichten Kreuzer bauen und den feindlichen Zerstörer nur einholen müssen. Also wir müssen den nicht bekämpfen, keine Seite schießt. Und dementsprechend, ja, so müssen wir ein Schiff bauen, das mindestens 26 Knoten schnell ist, weil der Gegner halt 25 Knoten schnell fährt. Und dementsprechend nehmen wir dann natürlich Optimize Maneuverable, der Manövrierbarkeit maximieren. Und dementsprechend, ja, starten wir jetzt einfach mal und schustern uns hier ein kleines, ja, Speedboot, wenn man so möchte. Also, das ist die Vorgabe, die ich erreichen möchte. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir hier die Diesel Engine 2. Die kostet zwar megamäßig viel, aber kostet minus 3, also gibt minus 30% auf Gewicht. Damage Change, Ship Repairs, Engine plus 100%. Und bupp, schon ist unser Schiff nicht mehr zu schwer. Dementsprechend können wir auch mal hier schauen. Lalalala, bringt das. Oh, das bringt sogar auch nochmal Gewicht. Das ist schön. Und dann die Boilers, also Kessel. Nein, die kosten nur. So. Dann gucken wir weiter. Iron Plate, quasi Armor Strange, Armor Cost. Armor Weight, dann müssen wir hier auch noch mal kicken. Armor ist eigentlich erstmal uninteressant. Wir sind ja noch unter dem, was das Schiff wiegen darf. Da wir nur auf Geschwindigkeit bauen, nehmen wir natürlich auch hier die ganze Panzerung raus. Und werden jetzt erstmal kurz den Main Tower, den Secondary Tower, der interessanterweise mehr wiegt als der Main Tower. Und jetzt die Funnels. Zack, zack. Und jetzt sind wir drüber. Brauchen wir noch irgendwas? Ship is override. Oh, Main Guns. Also eine Kanone braucher. Dafür haben wir jetzt noch 30, 80 Tonnen frei. Dann nehmen wir natürlich dann einfach die kleinste und packen hier vorne drauf. Fertig. So, das ist unser Schiff. Nicht sehr beeindruckend. Wir fahren für die Spanier. Und ja, machen jetzt einfach mal und gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es wirklich einfach nur darum, yes, we are the Spanish Empire und wir fahren gegen Österreich-Ungarn. Ein kleines Rennen. So, und zack. Und da speeden wir los. Er haut schon hier seinen Smokescreen raus. Bisschen sinnbefreit. Okay, es ist einfach nur ein Wettrennen. Bisschen, naja, komisch irgendwie. Entschuldigt bitte, ich habe schon wieder so Frosch im Hals, ich weiß auch nicht. So, es geht wirklich einfach nur darum, diesen DD einzuholen, finde ich jetzt persönlich ein bisschen, naja. Muss ich nicht verstehen, aber hey, ist ja nicht mein Bier. Und wir juckeln dem jetzt einfach hinterher. Ich werde das hier jetzt auch einfach mal vorspulen, weil dann spare ich mir ein bisschen Zeit. Und wir müssen ihn halt innerhalb von 15 Minuten oder 13 Minuten erreichen. Wenn ich mir vorstelle, dass man dann irgendwann hier so richtig große Flotten hat, ne? Die man kommandiert. War irgendwie schon ziemlich geil. Wird zwar sehr, sehr mikrointensiv, aber. Waypoints, AI-Command, Hotkeys.
Help. Report Bug. Ich möchte einen Bug reporten. Was denn? Mein Schiff fährt vorwärts, obwohl es das nicht soll. Ja. Warum geht er denn stiften? Kann er nicht einfach geradeaus fahren? Dann müsste ich hier nicht wie so ein Bekloppi hinterher klicken. Hallo? Es geht doch nur darum, dass wir ihn einholen. Also in Echtzeit sieht das übrigens nicht so mega racig aus, sondern das sieht das dann so aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie finde ich die Mission jetzt nicht ganz so spannend. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Action. Sie schießen halt nicht aufeinander. Wieso fährst du einen Kreis, Captain Glühstrom? Wenn ich den Text richtig gelesen habe oder es richtig verstanden habe, versucht er zu fliehen. Das schafft man nicht, wenn man im Kreis fährt. Und das war die Mission. Wir mussten ihn einfach nur einholen. Naja, gut. So, dann machen wir gleich die Speed Basics 2. Wieder einen leichten Kreuzer, 2,5 Millionen. Eine gegnerische Flotte besteht wieder aus einem Zerstörer. Wir haben 25 Minuten Zeit und müssen diesmal das Schiff versenken. Das heißt, sie schießen diesmal und der Feind fährt 26 Knoten. Ist klar. Dann nehmen wir wieder die Manövrierbarkeit. Verbessern. Moment. So. Nein, wir nehmen Manövrierbarkeit. So. Und zwar aus folgendem Hintergrund. Wir werden das Schiff auf der Größe belassen. Wir werden hier die Diesel-Engine reinhauen. Müssen den Speed auf 29 Knoten. Wird das irgendwie mehr? Ein wenig. Vielleicht lassen wir es dann auch einfach so groß. Er braucht nur eine Kanone und die werden alle vorne sein, weil wir jagen, ja? Und uns kann das dann egal sein. Aber die Kosten sind dann so hoch. Das heißt, wir können auch eine Nummer kleiner nehmen. Nehmen dann dafür das Oil oder... weiß ich noch nicht. Dann nehmen wir... so, die Kosten halten sich in Grenzen. Wir haben jetzt eine andere Panzerung draufgepackt, die natürlich uns nochmal ein bisschen Gewicht einspart. Der Rangefinder ist natürlich sehr geil. Aber da kümmern wir uns drum, wenn wir das Schiff soweit gebaut haben. Main Tower. Secondary Tower. Den günstigeren Funnel nehmen wir diesmal. Davon nur einen. Und dann die Main Guns. Wir haben einen Zerstörer, das heißt, wir brauchen jetzt nicht so unglaublich viel Penetrationsleistung. So, da passt das natürlich nicht hin. Some parts are badly placed. Dann nehmen wir die hier. Passen die? Oh ja. Sehr schön. Und das heißt, wir könnten in der Theorie versuchen. Nee, können wir nicht. Können wir die vielleicht gegen die eintauschen? Nein, nein. Nein, 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 nein. Das lassen wir. Dann nehme ich lieber mit erhöhter Feuerrate und dann zwei Stück nach vorne. Und wir dürften sogar die Kasmattengeschütze einbauen können. Yes. Und um das Ganze vielleicht noch ein bisschen abzurunden, nehmen wir nochmal 102er. Packen die hier hin. Ab einem bestimmten Winkel können die auch nach vorne schießen. Das heißt, wenn wir ein bisschen angeschrägt fahren, dürfte das funktionieren. Dann haben wir noch 300 frei. Torpedolauncher brauchen wir nicht. Barbets gut ist ein Zerstörer. Hülle ist auch okay. Das heißt, wir könnten in der Theorie... ist er ja soweit fertig. Forward Overset, er ist vorne ein bisschen schwerer. Das ist okay. 300 Kilo haben wir noch. Wenn wir ihn ein bisschen schneller machen. Guck mal, 30 Knoten klingt doch super. Dann sind wir 4 Knoten schneller als der andere. Und
Können sogar noch ein bisschen Gewicht einsparen, weil wir müssen ja nicht weit fahren. Und dann müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, vielleicht sogar noch ein bisschen Geschwindigkeit rauszuholen. Nein. Nein. Okay. Oder war ich jetzt eins zu weit? So, und dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück einfach mal. Click to continue. Oh, ja, man sollte dann auch klicken. So, jetzt geht's wieder hier hoch. Wir starten sehr nah beieinander. Und es geht los. Zack. Ich weiß, ich habe vergessen, den Rangefinder einzubauen. Das wollte ich gucken. Na egal. Geht auch ohne. Bisschen Schlagseite. So, wir haben die Kasmatten-Geschütze, die schießen können. Die beiden und die beiden. Und oh, ja. Ich merke, war eine gute Entscheidung, die kleinen Geschütze zu nehmen, weil die großen, wenn sie schießen, schon overpennen. Und er brennt hier feuchtfröhlich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sektionen. Hat hinten zwei Wassereinbrüche. Oh, und er schießt zurück. Hat der eigentlich. Ja, hier könnt ihr sehen, der hat einen Torpedo. Der hat zwei Torpedowerfer. Oh, sollte ich vielleicht mal gucken. Hat der. Oh ja, hier sehe ich gerade, er hat schon ausgeschleust. Oh, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Das hätte auch jetzt böse enden können. Das Ganze mal ein bisschen schneller. Weil ich ja eigentlich kein Freund davon bin. So schnell. Ich muss nur darauf achten, falls er hier noch mal Torpedos ausschleusen sollte, vielleicht mal hier einen kleinen Kurswechsel zu machen. Main Gun destroyed. Der Zerstörer kann einem schon irgendwie leid tun. So ein bisschen. Oh, der läuft hinten langsam voll Wasser. Also die Torpedos sind nachgeladen, aber ich hoffe, er wird halt einfach nicht feuern. Overpennen ist so ein bisschen kacke. Slowen mal hier komplett runter, weil wenn man zu dicht auffährt, können die Geschütze nicht mehr schießen. Oh, das war's. Im Großen und Ganzen jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Und ich meine, wir sind jetzt bei 14 Minuten. Aber ich würde dann einfach mal behaupten, im nächsten Video zeigen wir, gucken wir, machen wir, tun wir, spielen wir die Torpedo Basics. Das klingt doch sehr geil. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei und ich hoffe, auch wenn die beiden Missionen jetzt nicht so ganz mein Fall waren, ein bisschen wenig los, dass ihr dann auch beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir Ultimate Admiral Dreadnought spielen. Und bis dato wünsche ich euch einen schönen Tag und reingehauen!